Die größte Turnschau Südwestfalens hatte bei ihrer 11. Auflage in der Siegerlandhalle einiges zu bieten. Ein Festival für alle Sinne. Rund 300 Turnerinnen und Turner wirkten bei der Großveranstaltung in der ausverkauften Halle mit. Fast 4 Stunden lang bekam das Publikum neben Geräte- und Bodentouren sowie Tanz- und Showeinlagen auch Spitzensport geboten. Starturnerin Elisabeth Seitz, die beste deutsche Turnerin, seit kurzem auch Weltcupsiegerin, stand hier im Mittelpunkt des Interesses. Zusammen mit den Athletinnen des VTB Siegen um die heimische Spitzenturnerin Silvia Wenzel zeigte sie Übungen am Stufenbarren und Schwebebalken. Die Leistungsturner der Siegerländer Kunstturnvereinigung komplettierten das Highlight des bunten Events. Die SKV-Männer sind Vizemeister der 2. Bundesliga. Sie waren am Pferd und am Reck zu sehen. Mit offener Drehung in den Kammriesen, gefolgt von der Endogrätsche mit ganzer Drehung im Zwiegriff, die nächste Endogrätsche mit halber Drehung und der Abgang Doppelsaltung gestreckt. Die Turnschau in der Siegerlandhalle hat Tradition bei den heimischen Sportlern und findet alle 2 Jahre statt. Ausgerichtet wurde die Turnschau vom Turnbezirk Siegerland Süd.